und auch die Großbanken, sei es JP Morgan, sei es, keine Ahnung, Rothschild, Rockefeller, wie auch immer, diese ganzen Patriarchen der Finanzoligarchie, ja, die sind daran schuld, dass dieses System krank und so ist, wie es ist. Und wir müssen das ändern. Wir müssen zu einer kooperativen Gesellschaft finden. Das ist natürlich primäres Ziel. Und dazu gehört für mich auch ein nachhaltiges Finanzsystem. Ja? Das bedeutet zum Beispiel die Ansätze von Silvio Pisell, fließendes Geld, der Plan B von Andreas Popotrico Albrecht. Ganz tolle Sachen, die sind vielleicht nicht perfekt und das sind vielleicht Spinner, weil sie sich etwas zurechtgesponnen haben. Aber wer sagt denn, dass was falsch ist? Das ist nicht unbedingt immer falsch. Aber das, was unsere Regierung macht, das ist falsch. Und wenn ich den Herrn Gysi höre, dass der, ich habe nichts gegen Linkspartei, ich war selber mal 10 Jahre Parteimitglied. Ja? Ich bin ausgetreten wegen den Mahnwachen, weil ich kein Neurechner bin. Definitiv nicht. Ich habe mein Leben lang dafür gekämpft, dass Ausländer, Migranten dieselben Chancen bekommen wie jeder andere in diesem Land auch. Ja? Und ich kann es einfach nicht auf mir sitzen lassen, dass man uns als neue Rechte, Rechtsesoteriker, Verschwörungstheoretiker oder dergleichen bezeichnet. Ich habe die Nase voll davon. Das ist Diffamierung und ich werde mir das nicht gefallen lassen. Ich hoffe, ihr lasst euch das auch nicht gefallen. Arbeitet dagegen, vernetzt euch. Ja? Seid mit uns, wir werden uns alle sehen und noch aufgefallen euch alle, falls ihr das noch nicht wisst. Am 20.09. marschieren wir in Düsseldorf auf den Landtag. Ich hoffe, ihr seid alle mit dabei. Bringt so viele Leute mit, wie ihr könnt. Wir haben nur noch 3 Wochen Zeit. Das Ganze wurde schon mal verschoben. Und ich hoffe, dass wir das hinbekommen. Ja? Ich hoffe wirklich, dass wir da was erreichen können. Wir wollen den Landtag umzingeln und wir wollen, dass die da oben unsere Meinung nicht annehmen, aber dass sie sie hören und dass sie daraus lernen und was umsetzen. Und das kann man von erwachsenen Menschen wohl erwarten. Dankeschön fürs Zuhören. Aber das mache ich jetzt mal ohne Mikro. Ihr solltet euch jetzt diesen Ton gleich gut einprägen, bitte. Hat wie ein normaler Alarm, ist aber keiner. Diesen Alarm gibt es seit 1992 in Deutschland nicht mehr. Das hier ist ein ABC-Alarm. Und wenn ihr den hört, dann ist es zu spät. Also lasst uns dafür sorgen, dass es gar nicht erst so weit kommt, dass diese perversen Idioten sowas anzetteln. Danke.